Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte, ich drehe heute mal draußen, weil so oft war nicht tolles Wetter und das muss man so ein bisschen ausnutzen und sich nicht in der Bude verkriechen, um Videos zu drehen. Vor allen Dingen drehe ich ja nie mit Tageslicht, immer mit künstlichem Licht. Das heißt, selbst für so einen tollen Sonnenschein ziehe ich die Vorhänge zu zum Beispiel. Und deswegen, ich bin gerade bei meiner Mama und Svea schläft und ich dachte, ich drehe das neue unzensiert Video für euch. Es könnte sein, dass ab und zu mal ein Hund kläfft, weil Sammy hier neben mir liegt, also lasst euch davon nicht stören. Heute ist das Thema von unzensiert nämlich meine erste große Liebe. Es war meine erste Liebe. Meine große Liebe ist Manu und ich möchte euch heute von meiner ersten Liebe erzählen. Ich werde keine Namen nennen, denn es gibt Leute aus meiner Stadt, aus meinem Bekanntenkreis, die diese Videos schauen und man muss es ja nicht ganz so privat machen. Es war jedenfalls so, dass ich denjenigen in der Grundschule kennengelernt habe. Und in der Grundschule, wie kommt man da mit jemandem zusammen? Man hat sich Zettelchen geschrieben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, bitte ankreuzen. Und er hat halt zum Glück ja angekreuzt. Und wir waren halt diese 4 Grundschuljahre irgendwie zusammen. Wir haben uns in der Zeit nie geküsst. Und ich persönlich habe es auch gar nicht so ernst genommen. Ich glaube, ich war zwischendurch auch in irgendwelche anderen Typen verliebt, wie das halt früher so war. Ich frage mich, wie machen das die Kinder heutzutage? Schreiben die sich noch Zettelchen oder werden dann irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt? Oder keine Ahnung, wie das heutzutage läuft. Falls ihr Kinder habt in dem Alter, sagt mir das mal. Schreiben die sich noch Zettelchen? Also ich war halt so verliebt, wie man das halt so ist mit 10 Jahren oder so. Und dann trennten sich unsere Wege so ein bisschen, weil wir sind dann aufs Gymnasium gegangen und ich glaube, wir waren auch in unterschiedlichen Klassen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber er war immer mein bester Freund. Er war immer Teil meines Lebens. Er hat mich mindestens einmal die Woche besucht quasi. Also er hat hier bei uns in der Gegend Zeitung ausgetragen. Und immer wenn er halt bei uns war, hat er halt geklingelt und wir haben uns halt eine Weile unterhalten. Und natürlich entwickelt man sich... Und er wurde sehr, 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 sehr attraktiv. Also er war schon in der Grundschule nicht hässlich, ja, natürlich. Und da habe ich mich schon sehr, sehr stark natürlich in ihn verliebt. Und habe auch so eine gewisse Abhängigkeit, muss ich sagen, entwickelt. Man hat sich gar nicht mehr nach anderen umgesehen, weil er war halt da, ne? Aber wir waren nie zusammen. Es ging immer mal so hin und her, dass... da hat er mir mal gesagt... Na, genau, wie war denn das? Irgendwie war das mal so, wir hatten dann schon mittlerweile Handys, also waren wahrscheinlich so 13 oder 14 und meine beste Freundin hat mir eine SMS geschickt, dass er ihr gerade eine SMS geschickt hätte, die eigentlich an mich gehen sollte und irgendwie hat er da halt so, dass er, weiß ich nicht wie das war, ob er verliebt in mich war oder irgendwie sowas hat er wohl geschrieben und die SMS hat mich natürlich nie von ihm persönlich erreicht und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und da verlief sich das wieder so im Sand beispielsweise. Oder dann hatte er eine Freundin, dann hatte ich mal irgendwie was mit jemandem. Und so lief das immer so hin und her und irgendwie aneinander vorbei. Und dann war so der Knackpunkt, da war ich, ich bin im November 14 geworden und es war dann im Sommer darauf. Und da haben wir uns dann das erste Mal geküsst. Und ich dachte, ja, jetzt geht's los, jetzt ist es das und ja... Wir hatten damals einen gemeinsamen Freund, mit dem war ich halt da so zwischendurch auch mal zusammen und dem gefiel das halt nicht, der gönnte uns das nicht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ihm erzählt, meinem damaligen Schwarm quasi, dass für mich der Kuss überhaupt gar nichts bedeutet hätte und mir hat er das andersrum genauso erzählt und wir haben ihm natürlich geglaubt. Ich meine, er war unser Freund, wir haben ihm vertraut. Und es hätte halt so gut zu unserer Geschichte gepasst, dass es einfach nur so aus der Situation heraus passiert ist und nichts bedeutet hätte. Und ich glaube, wir haben erst... Also und daraufhin haben wir auch kein Wort miteinander geredet. Wir waren so sauer und verletzt. Wir haben nicht darüber geredet. Kann ich so im Nachhinein nur sagen, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aber wir waren halt jung und ich glaube, das ist dann halt so. Und ich glaube, wir haben erst 2 oder sogar 3 Jahre später sind wir dann auf diese Situation zu sprechen gekommen. Und da hat sich dann halt erst aufgeklärt, dass unser Freund uns das halt erzählt hat und dass es überhaupt nicht so war. Und da haben wir uns dann halt gesagt, dass wir beide sehr, sehr stark ineinander verliebt waren damals mit 14.
Und als wir zu diesem Thema aber kamen, hatte er eine Freundin auch schon eine ganze Weile und ich habe gerade mit jemandem angebändelt und es passte halt wieder nicht. Und somit, ja, so war das. Also ich war halt wirklich sehr, sehr, sehr verliebt in denjenigen. Es war meine erste Liebe und wir waren nie zusammen. Es war mein erster Kuss, meine erste Liebe, aber wir waren nie zusammen. Einfach weil das Schicksal oder was auch immer, es wollte es einfach nicht. Ich habe mir damals, ich war ja schon so, ne, ich habe mir schon... Also wir haben auch über unsere Zukunft gesprochen, wie man das halt so macht, wenn man so jung ist. Und wir wollten zwei Kinder und wir wollten einen Golden Retriever und wir wollten ein Haus und mit einem großen Garten und so. Keine Ahnung, total doof eigentlich. Und ja, dann so mit 16, 17 wurde das Verhältnis zwischen uns dann doch sehr, 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 sehr angespannt, fand ich. Weil bei mir war das so, ich konnte ihn nicht vergessen. Also ich hatte natürlich zwischendurch auch andere Jungs, in die ich verliebt war. Aber ich glaube, seine erste Liebe kann man nicht vergessen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich noch in ihn verliebt bin. Aber es sind irgendwie so, Gefühle sind schon noch da. Aber das hat was damit zu tun, eben man erinnert sich an die Gefühle. Das sind keine Gefühle der Gegenwart, sondern das sind Gefühle der Vergangenheit, an die man sich einfach gerne erinnert und weil es halt diese ersten starken Gefühle einfach waren. Und ja, deswegen ist das auch immer was, wo ich immer mal wieder an ihn zurückdenke, überlege, was er jetzt macht, aber wir haben uns völlig aus den Augen verloren. Ich habe keine Ahnung, also doch beruflich weiß ich so ein bisschen, was er macht, weil ich ab und an seine Cousine treffe und seine Mama treffe. Aber ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Ich glaube, er hat eine Freundin gerade. Kinder hat er, glaube ich, noch nicht. Verheiratet ist er, glaube ich, auch nicht. Und guck mal, ich bin jetzt verheiratet schon seit mehreren Jahren. Ich habe zwei Kinder, wir haben ein Haus und so. Unsere Leben haben sich so komplett auseinanderentwickelt. Und trotzdem muss man immer wieder so an denjenigen denken. Und mich würde natürlich sehr interessieren, wie das bei euch war. Wie war das das erste Mal, als ihr so richtig, richtig verliebt wart? Eure erste Liebe? Seid ihr mit vielleicht sogar mit demjenigen zusammen? Müsst ihr auch immer mal wieder an denjenigen denken? Das würde mich sehr interessieren. Es ist was, an was ich zum Teil gerne zurückdenke, weil es schon wirklich sehr intensive und auch schöne Gefühle waren. Aber es hat halt auch so diese negative Seite, weil es nie zu einem Happy End gekommen ist. Es hat auch sehr viel Schmerzen bedeutet, gerade nach diesem ersten Kuss. Diese Wochen danach, das war schon nicht einfach, aber wir haben halt die größten Fehler der Welt gemacht und nicht drüber geredet. Wenn ich mir so zurückdenke und denke, wenn wir darüber geredet hätten und schon damals herausgefunden hätten, dass uns halt eine Lüge erzählt worden wäre, wären wir zusammengekommen und keine Ahnung, wie sich unser Leben dann entwickelt hätte. Vielleicht hätte ich jetzt noch keine Kinder, vielleicht wäre ich noch nicht verheiratet, vielleicht wäre ich immer noch mit ihm zusammen, vielleicht würde ich nicht hier wohnen. Das sind so Fragen, die man sich manchmal stellt, aber eher selten, weil ich glücklich mit meinem jetzigen Leben einfach bin. Aber ich bin halt einfach so ein Mensch, der manchmal denkt, was wäre, wenn? Und so war das damals. Also ich war schon sehr, sehr, sehr verliebt in ihn. Aber wie gesagt, ich hatte halt diese Abhängigkeit, halt diese jahrelange Abhängigkeit auch an ihn, weil ich dachte, Moment. Ja, es war halt schon eine emotionale Abhängigkeit, finde ich jetzt. Und das über Jahre. Also wenn man überlegt, ich fand ihn halt toll. Da war ich, wie alt ist man, wenn man in die Schule geht? 7? Nee, 6 war ich, glaube ich. Ist egal, 7. So. Und das Ganze hat angedauert locker, bis ich 18 war. Ist schon krass, ne? Das sind 11 Jahre. Und erst dann, weil dann bin ich zum Studium weggegangen und dann habe ich ein komplett neues Leben angefangen. Es war alles ganz, ganz anders. Wurde deshalb, war das dann einfach nicht mehr so stark. Aber ja, das war schon eine krasse Erfahrung und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das mit mir teilt, wie das bei euch war, wie das war, als ihr das erste Mal so richtig, richtig doll verliebt war, ob das auch im großen Liebeskummer geendet hat. Also das kann ich jetzt nicht mehr unbedingt sagen, dass es dann einen so einen Punkt gab, wo dann halt alles vorbei ist und eine Welt zusammengebrochen ist und ich wochenlang geheult habe. Ich bin sowieso nicht ein Mensch dafür. Ich habe nie Liebeskummer zelebriert in dem Sinne. Ich war vielleicht mal so ein paar Tage down, aber auch nicht. Ich habe das auch nicht zur Schau gestellt. Also das habe ich für mich alleine mit mir ausgemacht. Und weil es halt immer so ein Auf und Ab über mehrere Jahre war, kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es da so diese großen Crash gab. Aber es gab halt auch nie so einen Abschluss wirklich oder... Ja, genau. Zwischen uns beiden gab es nie so einen wirklichen Cut. Ich habe dann quasi... Der Hund trinkt gerade... Warte, das muss ich euch kurz erzählen. Da ist ein Blumentopf und darunter steht halt nochmal so ein Teller. Kenne mich nie aus mit sowas. Und da steht Wasser drin. Und daraus trinkt sie doch wirklich gerade.
Naja, jetzt bin ich vom Thema gekommen. Genau, also es war nie so ein Cut zwischen uns, dass man das zwischen sich mal so geklärt hätte oder so. Ich habe dann nur für mich quasi diese Grenze irgendwann mal gesetzt, als ich dann natürlich mein Leben mit Manu begonnen habe. Da war das natürlich dann gegessen und Geschichte. Aber ich dachte, das wäre was Schönes für ein Storytime zu erzählen. Sagt mir mal, ob euch das so ein bisschen interessiert. Ich habe noch mehrere Ex-Freunde, von denen ich so ein paar Geschichten zu erzählen hätte. Ich war auch so ein absoluter Pro da drin, so zweiwöchige Beziehungen zu führen und mich monatlich in irgendjemand anderen zu verlieben. Und so war meine Jugend geprägt, ehrlich gesagt. Also ich hatte nie wie andere jahrelang einen festen Freund. Ich hatte immer mal wieder, war ich in irgendjemanden verliebt. Meistens war derjenige nicht in mich verliebt. Oder ich hatte mal einen Freund und dann war ich so 2 Wochen, 3 Monate maximal mit demjenigen zusammen. Und einige davon, weil ich ja immer noch in meiner Heimatstadt wohne, beziehungsweise wieder zurückgekommen bin, sehe ich auch ab und zu noch oder es kommen Gespräche auf diejenigen zurück. Jetzt zum Beispiel, wie soll ich das jetzt sagen? Sind wir mit einer Freundin auf einen Ex-Freund von mir zu sprechen gekommen. Und da kommt es dann auch so wieder, was man mit demjenigen so erlebt hat und so. Aber es sind einfach schöne Sachen, an die ich gerne zurückdenke und auch an die Gefühle, die man damals hatte. Und manchmal lacht man jetzt so ein bisschen fast darüber, weil man weiß jetzt, dass es keine echten Gefühle waren, dass es keine starken Gefühle waren. Aber so mit 15, 16 war das das Ding, das war der Typ für einen, also für ein paar Wochen. Und wenn ich jetzt denke, also meine längste Beziehung ist auch die, die ich jetzt mit Manu führe. Und das ist der Mann meines Lebens, das ist der Mann, mit dem ich alt werden will und mit dem ich wundervolle Kinder habe. Und da erscheint einem das alles so lächerlich und kindlich. Aber damals war das was ganz Großes und was ganz Emotionales und so. Und ich denke, das ist so ganz natürlich. Also ich hatte immer, ein riesen Auf und Ab mit Kerlen, immer ständig. Und ich kenne aber auch Freundinnen. Meine beste Freundin ist mit ihrem Mann, bald Mann, denn die sollten endlich mal heiraten. Oh Gott, wie alt waren wir da? 15 oder 16 ist sie mit ihm zusammengekommen und die sind halt, wie gesagt, jetzt noch zusammen. Solche Geschichten finde ich auch super, super süß. Zum Beispiel kannte ich auch ein paar, also die sind halt das Alter von meiner Mama, die sind auch in der Schule zusammengekommen und sind halt, haben dann geheiratet und sind zusammengeblieben und haben sich jetzt mit, keine Ahnung, 50 getrennt. So passiert es dann halt auch, aber ich habe mich auch jetzt letztens mit meiner Oma unterhalten. Sie sagte, sie kann sich halt überhaupt niemand anderen mehr als meinen Opa vorstellen. Ich habe gesagt, ja, das ist einfach, weil man sich zusammen entwickelt hat. Also man hat nicht eigenständige Persönlichkeiten entwickelt, die vielleicht nicht zusammenpassen, sondern sie waren halt sehr, sehr zeitig zusammen und haben sich dann zusammen entwickelt und zusammen sich ein Leben aufgebaut. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Deswegen finde ich es auch schön, dass ich Manu noch relativ zeitig gefunden habe. Wie alt war ich da? 22, 23? Und meine persönliche Entwicklung war ja da noch nicht abgeschlossen und seine auch nicht. Es gibt zwar so ein paar Dinge, die lassen sich definitiv nicht mehr ändern, einige Charakterzüge. Und das ist auch das, wo es bei uns dann auch mal, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Wo wir dann auch manchmal einfach aneinander geraten. Aber das ist was, das braucht eine Beziehung auch. Ich möchte nicht so eine heile Weltbeziehung, wo angeblich immer alles toll ist. Sowas kann ich mir nicht vorstellen. Also man muss sich auch mal streiten. Wir streiten uns jetzt nicht wirklich. Wir diskutieren halt, wir sind anderer Meinung. Es gibt Charakterzüge von uns, die einfach nicht zueinander passen. Ich bin halt ein sehr, sehr ordentlicher Mensch und ich habe alles gerne organisiert und Manu ist halt überhaupt gar nicht so. Und andererseits ist er derjenige, der halt redet und ich bin der ruhigere Part. Und das ergänzt sich auch wiederum so schön. Also es gibt halt Charaktereigenschaften von uns, die halt feststehen, die wir nicht mehr ändern können. Aber wir haben uns auch auf eine gewisse Weise miteinander weiterentwickelt und es ein bisschen passender gemacht. Also ich bin wesentlich offener geworden, zum Beispiel, seit ich mit ihm zusammen bin. Ich bin nicht mehr so, mit ihm habe ich halt gelernt, dass in der Scheiße rühren nichts bringt. Also da wird nie Gold raus, egal wie lange ich da drin rühre. Und das ist was ich mit Manu zum Beispiel gelernt habe und so. Also ich habe mich auch im Positiven sehr stark weiterentwickelt mit ihm. Und jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen. Und deswegen beende ich jetzt das Video, denn sollte ja um meine erste Liebe gehen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne unten auch rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themenvorschläge, über die ich mal sprechen kann in Storytime. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!